Ja, Guido Walker, die Initiative für ein Wallis ohne Grossraubtier ist jetzt heute durchgekommen. Die Gültigkeit haben wir anerkannt im Parlament. Was war jetzt der Grund gewesen? Also der Grund war, man hatte einen Teil drin, der ein rechtliches Problem in dem Sinne, eine Unvereinbarkeit hat, kann noch gehen. Und der Teil hat man jetzt einfach daraus genommen. Es ist darum gegangen, dass man Grossraubtiere nicht einfrieren darf und dass man Grossraubtiere nicht aussetzen darf. Der Kanton Uri hat das auch schon gemacht, hat eine eigene Initiative, in dem sie fast aber nur mit Ausnahme vom Titel und hat nachher auch eine Anpassung gemacht, dass man der Teil, wo könnte eine Unvereinbarkeit geben, oder wo man jetzt sieht, das ist unvereinbar, hat man nachher daraus genommen und einfach das, was noch geblieben ist, hat man nachher als gültig erklärt. Also man hat den Passus einfach gestrichen. Kann man sagen, es war ein Bübeltrick von der C-Fraktion im Vorfeld? Ja, Bübertrickchen ja oder nein, ist eine andere Frage. Wir wollen ja, dass das vor das Volk kommt, oder? Und man hat eigentlich das gefährdet, wenn man Ware darauf beharrt, oder? Wir haben ja ein Gegengutachten gehabt und das sind zwei rechtliche Meinungen, die auseinander sind gegangen. Und wir haben es einfach gesagt, weil es am Kanton Uri ist gegangen, können wir getrost auf den Passus verzichten und die ganze die Stoßrichtung von einer Initiative oder vom Text, den ich in die Kantonsverfassung drin habe, wird ja nicht wesentlich verändert.